fahren. Stefania Calegari. Wenn jetzt nicht die zwei folgenden Paare eine höhere Wertung bekommen. Calegari, Camerlengo. Sie waren siebte der Weltmeisterschaft in Paris und haben einen starken Trainingsrückstand. Wenn Sie den hier wettmachen können und an Ihre alte Leistung anknüpfen, ich bin einmal gespannt. Witzig und spritzig, die Italiener. Das war eine Alternative. Gar keine Frage. Es wird Leute geben, die sagen, das hat mir am besten gefallen. Die anderen mögen meinen, das war zu eigenwillig. Ich finde, so kann man auch tanzen. Und das Publikum reagiert ja so, wie sich die beiden das gewünscht haben. Da war keine Sekunde Langeweile. Das ist erstaunlich. So ein klein wenig eine Anlehnung an Barnum on Ice
von Torvald und Dean vor 7 Jahren bei der Weltmeisterschaft in Helsinki gezeigt haben. Aber natürlich längst nicht die Klasse und dennoch eine hervorragende Kür. Nun ja, wie werden die Preisrichter darauf reagieren? Ich fand das witzig und charmant dargeboten. Tja, die Preisrichter haben diese Zirkusnummer auf dem Eistanzparkett verstanden. Aber der 7. Rang aus dem Vorjahr bei der Weltmeisterschaft ist natürlich nicht in Sicht. Diese Figuren, diese Idee zu interpretieren, erfordert ja auch ein ganz spezielles Können. Und hier kommt das Honorar. Mit diesen Noten bis zu 5,4, dreimal die 5,4. Ja, damit gehen Sie in Führung. Debenis Saresch hinter Ihnen. Das heißt, keine Resultatsverbesserung.